NDR 2. NDR 2 Nachrichten. 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 NDR 2 Nachrichten um 10 mit André Schünke. Mindestens 9 Menschen sterben bei Bombenanschlag in Moskau. Attentäter sprengen in Israel 2 Busse in die Luft. Geiselnehmer töten angeblich 12 Nepalesen im Irak. Das Wetter: abends dichte Wolken und Schauer, Temperaturen in der Nacht 14 bis 11 Grad. Die NDR 2 Nachrichten um 8 mit Anouk Schaulen. Schönen guten Tag. Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Polizei erhöht Zahl der Brandopfer in London auf mindestens 30. Grünen beraten Programm für Bundestagswahl. Und das Wetter: wechselhaft örtlich noch Schauer oder auch Gewitter, später dann meist trocken bei 14 bis 8 Grad. Die Welt um 6. NDR 2 Nachrichten. Schönen guten Morgen. VW-Chef Müller entschuldigt sich für Abgasversuche. Umweltministerin Hendricks muss sich in Brüssel wegen schlechter Luft erklären. Verfassungsrichter urteilen über Fixierung von Psychiatriepatienten. Und das Wetter: ist es wechselhaft heute, aber meist trocken bei 5 bis 8 Grad. An der See wird es wieder sehr stürmisch. Die Welt um 8. NDR 2 Nachrichten. Die Welt um 1. NDR 2 Nachrichten. Um 12, NDR 2 und WDR 2 Nachrichten. Es ist 0 Uhr. Einen schönen guten Tag. Britisches Parlament entscheidet über neues Brexit-Abkommen. Spanische Polizei meldet heftige Ausschreitungen in Katalonien. Gutachter bezeichnen Museumsschiff als Totalschaden. Und das Wetter: heute ist es erst noch trocken mit etwas Sonne. Am Nachmittag stellenweise Regenschauer bei 12 bis 17 Grad. Die Welt um 10. NDR 2 Nachrichten. Die Welt um 4. NDR 2 Nachrichten. Moin, hier ist der NDR 2 Morgen am Dienstag. Warum schießt jemand ohne Vorwarnung auf zwei Polizisten? Das versuchen Ermittler jetzt zu klären. Heute ist der 1. Februar, es ist 8 Uhr. NDR 2 Nachrichten mit Katrin Schlass. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz ist noch nicht klar, was dahinter steckt. 7:30. NDR 2 Nachrichten mit Anouk Schulen. Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Mayer. Es soll uns unabhängiger machen von russischem Gas. In Wilhelmshaven ist der Bau des LNG-Terminals gestartet. Und kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gab es ein Fernsehtriell. Wir schauen, wer sich da wie geschlagen hat. NDR 2 Nachrichten. NDR 2 Nachrichten. Um 2 Uhr mit Ronald Lessig.